Hallo, Hallöchen. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen aus dem Toverland in Zevenum bei Venlo. Ja, das Toverland ist ja in der Preseason und heute ist der zweite Tag, also der Montag. Ich glaube, Samstag haben die angefangen mit der Preseason. Und da haben wir uns gedacht, gucken wir mal vorbei, schauen uns an. Das Wetter ist schön. Das Wetter ist super. Zwar nicht gerade warm, 8 Grad, aber sonnig ist es und ja, es weht ein laues Lüftchen, also passt alles. Der Park ist nicht zu voll. Klar, es sind viele Familien mit Kindern da, aber die fahren ja nicht die Achterbahn zum Glück hier. Nee. Und wir lassen uns ein bisschen durch den Park heute treiben, nehmen euch mit, zeigen euch auch nachher nochmal die Baustelle. Es wird da drüben gebaut an der Wasserbahn, wird alles neu schön dekoriert und thematisiert. Und wir gucken einfach mal, was da gerade so passiert. Genau. Das seht ihr dann gleich. Erstes Fazit. Ja. Der Chicken-Stand hat hier zu. Ja, der Chicken-Burger hier bei der Flaming Feather hinten in Avalon hat einfach noch zu um die Mittagszeit. So geht das aber nicht. Schlimm. Ja. Deswegen schauen wir uns mal an, was bei Katara so los ist. Gehen wir zu Katara rüber. Genau. Wir stehen jetzt hier quasi gerade vor einem Baustellenausschnitt von Expedition Zorg, was das Toverland komplett umbaut. Und wir sind so gespannt, wie das wird. Und auf den Plänen sah das sehr vielversprechend aus. Und wenn man mal bedenkt, wie Toverland Avalon gemacht hat oder Port Laguna, ich glaube, da können wir uns auf was richtig Tolles freuen. Ja, hier ist der Peter und gucken wir gerade hier die Baustelle nochmal an von Expedition Zorg, wie es schön umgebaut wird. Und man kann schon einiges sehen, was man besonders erkennen kann, dass sie halt die Optik, die Halle halt nicht so präsent haben wollen, dass die Außenwand ein wenig schöner gestaltet wird, weil es war immer so die Halle, ja, so ein grünes Ding, was da steht. Aber man kann ja echt gut erkennen, es wird Außenfassade gebaut und vermutlich sehr schön thematisiert. Ich kann gerne mal das Artwork irgendwo hier einblenden, wie es dann aussehen soll. Und ja, die Arbeiten gehen vor sich. Da war gerade ein Boosterbike. Ja, und hier draußen wird es auch fleißig gewerkelt. Da sind die Schweißarbeiten. Da werden so Gitternetze angebracht, wo dann halt die Spritzbeton-Thematisierungsarbeiten draufkommen. Und ich glaube, es soll ja noch im Frühjahr fertig werden. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Schauen wir mal. Wir werden davon berichten auf jeden Fall. Ich glaube, es wird sehr schön werden hier. So, wir haben einen Plan entdeckt. Braucht Peter gar nicht mehr groß euch einblenden. Hier standen wir gerade und haben euch das gefilmt, wo Peter das erzählt hat. So, und hier bauen die tatsächlich richtig schön einen Weg lang, wo man dann in eine schöne Welt von Maximus eintaucht. Glaube ich zumindest. Aber ich glaube, es wird toll. We'll be right back.
Das war schon das kleine Update zum Toverland, was gerade an der Baustelle passiert. Nicht allzu viel los. Nö. Viel hat man leider nicht gesehen, weil es ja, ist halt sehr gut, ist halt sehr gut abgeschirmt, aber man kommt halt nicht nah dran. Man sieht halt noch nicht so viel, ne? Nee. Also die sind halt dabei, schon Sachen zu bepflanzen und, ja, und die Wege anzulegen. Mit viel Fantasie, wenn man weiß, wie es später aussehen soll, kann man was erkennen. Ja. Aber dauert noch ein bisschen. Müssen wir uns gedulden. Ihr werdet es bei uns sehen, wir kommen bestimmt nicht das letzte Mal hier. Wir haben eine Jahreskarte, also bleibt uns treu, abonniert gerne den Kanal, auch wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, wir hatten einen doch schönen Tag. Es war leider sehr voll heute, obwohl es montags war. Aber es waren wohl Ferien in Holland, in Limburg. Die Achterbahnen fahren alle im Einzugbetrieb. Ja, unglaublich lange Wartezeiten. Der Parkplatz ist auch sehr voll, wie ich gerade sehe hier. Ja. Aber so ist das halt. Aber wir haben ja Jahreskarten, da kommt man es entspannt sehen hier. Ein bisschen Freizeitpark, Luft schnuppern. Ja, in der Pre-Season. In der Pre-Season. Genau. So, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Video. Ihr Lieben, viel Spaß noch. Ciao. Ciao.